Oh shit, Freunde, willkommen zurück zu The Legend of Zelda Majora's Mask. Der Mond ist gleich unten und der Weltuntergang steht bevor. Wie es aussieht, wenn der Mond auf der Erde kracht, das habe ich euch im letzten Part gezeigt. Unbedingt anschauen, falls ihr es nicht gesehen habt. Aber Link hat die Ocarina der Zeit wieder und hat sich an ein Lied erinnert. Nämlich an die Hymne der Zeit. Und die werden wir jetzt als Deku spielen. Vielleicht ist das ja ein Ausweg aus dieser misslichen Lage. Eine andere Möglichkeit haben wir nicht. Wir haben keine Wahl. Wir können es nur versuchen. Klingt ungewohnt, aber vertraut. Speichern und zur Dämmerung des ersten Tages zurückkehren. Es scheint zu funktionieren. Los geht's. Back in time. Ja, und so kann man eben halt die Zeit manipulieren und immer wieder den Weltuntergang umgehen. Man verliert aber alles, was man eingesammelt hat. Alle Dekonüsse, alle Rubine, alle Bomben, alles. Nicht ganz alles. Masken zum Beispiel, die man eingesammelt hat, nicht. Das sind die Erinnerungen von Link. Dämmerung des ersten Tages ist verlangt. 72 Stunden. Doch. Jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen Zeit, ne? Was ist passiert? Alles? Yeah! Alles ist wieder normal. Schön, der Mond ist wieder ganz weit oben am Himmel. Und ja, die Leute sind noch glücklich, haben keine Angst. Hat von neuem begonnen. Was hast du getan? Dieses Lied, dieses Instrument. Dieses Instrument! Warte, das ist es, dein Instrument. Der Maskenhändler hat doch gesagt, dass er dich zurückverwandeln könnte, wenn du ihm den wertvollen Gegenstand bringst. Der dir gestohlen wurde. Hast du es etwa schon wieder vergessen, du Idiot? Nee, eigentlich nicht. Und ob er es jetzt wirklich schafft, das bezweifle ich immer noch. Aber versuchen kann man es mal. Hast du den Kobold dein edles Instrument abgenommen? Du hast sie! Dann hör mir zu, bitte spiel dir dieses Lied nach, dass ich vertrauen werde. Reg es dir gut ein. Spiel nach! Links, rechts, unten. Links, rechts, unten. Links, rechts, unten. Links, rechts, unten. Du hast das Lied der Befreiung gespielt. What's this? Aber es scheint zu funktionieren. Der Fluch des Dekus ist aufgehoben. Link verabschiedet sich von der Seele des verstorbenen Dekus. Kann sich wieder in seiner Gestalt bewundern. Diese Melodie hilft gegen böse Magie oder solche Geister, indem man sie in Masken verbannt. Das sollte dir in Zukunft weiterhelfen. Sehr gut. Zum Andenken an diesen Tage gebe ich dir diese Maske. Fürchte dich nicht. Deine Zauber sind ihr versiegelt. Wenn du sie trägst, erlangst du deine vorherige Form. Nimm die Maske wieder ab, um dich zurückzuverwandeln. Yeah.
damit begraben war die Dekuschale. Die Dekuschale fiel von deinem Antlitz. Drücke Start und positioniere sie im Inventar auf den Shit. Drücke C, um mithilfe dieser Maske in den Körper eines Dekus zu schlüpfen. Drücke C, um dich wieder zurück zu verwandeln. Jetzt können wir uns jederzeit verwandeln. Mega geil. Nun, ich habe mein Versprechen eingelöst. Jetzt ist es an dir, deinen Teil des Versprechens einzulösen. Ja, naja, wir sind back in time, aber ohne Majoras Maske, ne? Hey. Sag bloß, meine Maske, du hast sie zurückbekommen, oder? Was hast du mir angetan? Wenn du meine Maske nicht auszurücklässt, wird etwas Furchtbares passieren. Diese Maske, die mir gestohlen wurde, ist Majoras Maske. In ihr haftet ein Fluch an. Es wird erzählt, diese Maske war Bestandteil für Hexenritualen eines altertümlichen Stammes. Weiterhin wird berichtet, eine üble und verhitzige Leerschleier von über die Maske trägt. So, der Horror-Kid schon live miterlebt haben. Wenn man der Legende Glauben schenkt. Das Unglück, das durch Majoras Maske angerichtet wurde, so groß. Ja, wir haben es im Let's Blood gesehen. An der Legende ist was dran. Dass die Urväter sie aus Angst eine größere Katastrophe in der Finsternis versiegelten. Vielleicht darum ist es auch zu vereiteln. Ja, und warum hast du die dann an dich gerissen? Doch die Stamm ging unter. Also weiß niemand von der wahren Natur der Kräfte, die dieser Maske innefangen. Aber ich spüre sie. Ich bin weit umhergewandert, um die sagenumwobene Maske zu finden. Und als ich sie besaß, spürte ich, wie sich ein düsteres Orb abzeichnete. Ich fühlte, wie das Entsetzen seine Hand nach meine Seele ausstreckte. Doch jetzt hatte der Kobold sie. Ich wehre dich an, du musst diese Maske mal beschaffen oder etwas Schreckliches wird passieren. Ich will hier dich an. Ich will hier dich an. Du musst es schaffen. Wirklich? Wirst du das für mich tun? Ich war mir sicher, dass du dich so entscheiden würdest. Oh, du schaffst das. Du bist dieser Aufgabe gewachsen. Hab Vertrauen in deine Fähigkeiten. Hab Vertrauen. Ja, auf diese Synchro habe ich mich die ganze Zeit schon gefreut. Und es ist endlich soweit gewesen. Ja. Ich bin selbst so verrückt wie der Maskenhändler. Ah, ist der cool geworden. Ocarina of Time war noch nicht so ganz so verrückt. Aber hier in diesem Spiel, what the fuck? Diese Maske ist verrückt, missbraucht die Macht der Maske, um all diese schrecklichen Dinge zu tun. Koste es, was wolle, aber wir müssen das Schlimmste verhindern. Die Sümpfe, die Berge, der Ozean und der Canyon. Was wollte Tahir uns damit sagen? Ich wette, er meinte, ich vier Gebiete außerhalb der Stadt. Du findest sie im Norden und Süden, Osten und Westen. Aber was meinte er mit die vier, die dort warten? Ich habe keine Ahnung. Wenn er nur rasch zum Punkt kommen würde, soll es einfach losziehen und es herausfinden. Geradewegs durch dieses Tor führt ein Wald. Direkt in die Sümpfe. Ja, wir können ja nochmal dahin und ihn fragen. Wir müssen mal nochmal in Zeit zurückreisen. Ja, und jetzt greift der Hund uns auch lustigerweise nicht an. So, Freunde. Jetzt möchte ich mich beeilen. Also, wir kriegen noch Songs von der Vogelscheuche, wenn wir das Instrument haben. Hat die Vogelscheuche uns selber gesagt, deswegen werden wir da gleich hingehen. Doch vorerst möchte ich einmal kurz die Fee hier nochmal einsnacken. Die ist natürlich auch wieder hier. Ja, bitte höre mein Flehen. Haben wir schon mal gelesen? Von der großen Fee bekommen wir jetzt nicht noch was ganz Besonderes. Aber wir brauchen erstmal den Song. Wir brauchen erstmal den Song. Und es gibt so viel zu tun als Link. Wir gehen noch lange nicht in die Sümpfe.
Ja, und die vier Gebiete, das sind halt die vier Hauptgebiete in diesem Spiel. Es gibt ja nur vier Dungeons in Majora's Mask. Dafür sehr viele Sidequests. Also es ist ungefähr genauso lang wie in Ocarina of Time. Vielleicht sogar ein bisschen länger sogar. Schauen wir mal. Auf jeden Fall geht es jetzt erstmal ins Observatorium. Wo ist denn das Kitty? Ja, der würde uns jetzt durchlassen, weil wir jetzt ein Schwert haben. Mit Link. Ja, hier war der Typ. Hey, Kitty. Ich bin ein richtiger Bomber. Ja, wenn du vorbei bist, musst du mir den Code sagen. Wie lautet der Code zu unserem Minecraft-Server? Ah, wie war der Code? 32451. 32451. Oh, das stimmt. Du bist ja voll geil. Ja, lass mich durch. Nicht labern. Machen. Ja, lebe die Bruderschaft. Übrigens, wir können jetzt die Dekoschale hier auch schon mal ausrüsten. Warum nicht? Und die Deko-Nüsse kann ich auch mal drauf machen. Wobei wir aktuell null haben, ne? Wir haben ja alles verloren, weil wir in die Zeit zurückgereist sind. Ah, in der Stadt gibt es so viel zu machen, Freunde. Aber erstmal brauchen wir den Song. Das ist ganz, ganz wichtig. Theoretisch können wir uns auch Rubine jetzt abholen. Weil die bleiben gespeichert. Weil wir quasi mit dieser unsichtbaren Tinte gemarkert wurden. Das ist ziemlich cool. So, dann schwimmen wir mal hier entlang des Weges. Ignorieren die nervige Skulptur. Denn wir wollen ja nur zur Vogelscheuche. Da unten, wie die Uhr funktioniert, das verstehen manche nicht. Das ist ganz einfach. Ein Strich bedeutet eine Stunde. Die große Zahl bedeutet immer, welcher Tag gerade ist. Und Sonne bedeutet, es ist gerade Tag. Und wenn der Mond ist, natürlich Nacht. Ist gar nicht so schwer zu verstehen. Wenn man sich das mal genau anschaut. Weil viele sind mit der Uhr überfordert in Majora's Mask. Was ich nicht ganz verstehen kann. Übrigens die Szene, wenn man sich ja verwandelt. What the fuck? Richtig krass, oder? Aber gut. Als ob das wehtut, sich in Deku zu verwandeln. Aber er spürt wahrscheinlich nochmal das Leid und den Schmerz, den der verstorbene Deku erleiden musste. Weil, wie gesagt, die Deku-Maske ist quasi das Antlitz dieses Dekus, den wir schon mal getroffen haben. So, tanzen möchte ich nicht, aber guck mal hier. Oh Baby, schönes Instrument, spiel mir ein Lied vor, das für mich geschrieben ist. Ja, hier kann man wieder die Vogelscheuchenpolka auch lernen. Das ist richtig cool und das mache ich natürlich genauso, wie ich es in Ocarina of Time gemacht habe. Das war mein Song in The Legend of Zelda Ocarina of Time. Und so behalte ich es im Kopf. Yo, yeah, das groovt mega, ey. Ich kenne das geheimste Lied, mit dem man den Fluss der Zeit manipulieren kann. Ja, yeah. Müsst ihr was darüber erfahren? Ja, haben wir schon mal gehört, aber jetzt hör zu. Spielst du das Lied rückwärts, du kannst den Zeitfluss zu langsam. Spielst du nur zwei Minuten, dann so vergeht der halbe Tag im Wimpernschlag. Klingt interessant, oder? Das Lied, das mir vorgespielt ist, gefällt mir besser. Stützt das Lied, das du mich geschrieben hast, nochmal. Dann werden wir uns wiedersehen. Bis dann, Baby. Yo. Alles klar. So, und jetzt passt auf. Hymne der Zeit geht ja wie folgt. Rechts A runter, rechts A runter. So, und wenn wir das jetzt rückwärts spielen, also runter A rechts, dann passiert Folgendes. Du hast die Ballade des Kronos gespielt. Ja, Kronos war der Gott der Zeit im Griechischen. Der Gott der Zeit. Deswegen, es passt. Und jetzt vergeht die Zeit eben halt nur halb so schnell. Ist es nicht geil? Und ich mag die Uhr tatsächlich, wenn man sie versteht, lieber als die Uhr in der 3DS-Version. Weil da haben sie es digital anzeigen lassen. Aber es ist so viel schöner. Und außerdem sieht man hier besser, wenn der Zeitfluss verlangsamt wurde. Ah, ich hab's vergessen, damn. Weil es wird... Fuck it. Kann ich die nicht besiegen? Ja, kann ich nicht besiegen. Scheiße. Das wird dann nämlich in blau dargestellt. Vorher war die Zahl ja grün. Beziehungsweise die Umrandung der Zahl war grün. Mann, warum kann ich die Skulptur da nicht besiegen? Shit.
Die sind stärker geworden in diesem Spiel, scheinbar. Aber nun gut. Soll mir recht sein. So, und jetzt gibt es mehrere Sachen zu tun. Wir haben erstmal die Glücksziehung. Ich hole mir jetzt erstmal meine Rubine ab. Wobei, wir können auch neue Rubine holen, ne? Hä, was will der denn jetzt? Hey, das ist Test doch nicht bestanden, weil er weiß den Geheimcode. Nur die Bomber kennen den Code. Hör mir mal zu. Was geschieht, ne? Bist ziemlich gut drauf. Code einfach so rausgefunden. Ist gehackt, ne? Wie heißt der denn? Ja, Link. Oh. Hoverkit hat unsere Regeln gebrochen und ist Unfugtrieb. Aber ich mach dich zum Mitglied der Bomber. Das ist das Notizbuch der Bomber. Es beinhaltet unsere Regeln. Lern's auswendig. Yeah, Notizbuch der Bomber erhalten. Tagespläne sind hier verzeichnet. Also das ist im Original auch schon, ja? Ich kann mich echt nicht mehr dran erinnern. Verspreche ihnen zu helfen. Vermerke Versprechen mit Aufklebern. Halt dein Versprechen immer ein. Hast du ein Problem gelöst, erhältst du Belohnung ein Jubelaufkleber. Bleibt in deinem Buch. Entferne keine Aufkleber. Sie helfen dir, dich an die Sorgen der Leute zu erinnern, bis jeder glücklich ist. Vergiss nie diese Regeln. Tanja sagt dem Horror-Kid, dass wir es rauswerfen. Es hat sich wirklich wie ein Idiot aufgeführt. Die Geheimbruderschaft der Bomber wurde in Notizbuch aufgetragen. Was? Ist ja echt... Das war im Original nicht so. Nee. Das haben sie übernommen von der 3DS-Version hier im HD-Text-Shop-Pack. Ja? Hilft mir, denke ich, ganz gut weiter. Das macht es natürlich umso einfacher. Ist auch gut so, weil vielleicht bin ich überfordert mit dem Spiel, wer weiß. Weil es ist dann wie in Oblivion. Das bleibt quasi, also wenn man irgendwie Sidequests aktiviert, die werden dann ja quasi drin gespeichert. So, jetzt muss ich hier einmal kurz die Büsche abfarmen. Denn wir wollen gleich ein Minispiel spielen als Deko. Ein Minispiel. Da muss ich aber safe staten, weil das ist nicht so einfach. Ich glaube, ich schaff's nicht beim ersten Mal. Wir haben nur 14 Rubine. Naja, erstmal gehen wir zur großen Fee. Denn die Fee hat noch eine Belohnung für uns, wenn wir als Link sie besuchen kommen. Sieht aus wie Anime-Feen, ne? Außer die große natürlich. Oh, Zaya und du, junger Freund. Oh, Dank für eure wertvolle Hilfe. Ich bin große Fee der Magie. Alles, was ich dir geben kann, ist dies. Als Zeichen meiner Dankbarkeit. Lass mich deine Erschöpfung von dir nehmen. Oh ja, nimm mir die Erschöpfung. Runter, ja. Das tut gut. Oh ja. Link ist begeistert. Okay, lassen wir das. Oh, junger Freund. Vier Tempel beherrschen das Land. In ihnen findest du verirrte Feen, wie ich einst eine war. Ich bitte dich, finde diese Feen und bring sie zu ihren Quellen zurück. Auch sie werden sich für deine Hilfe erkennlich zeigen. Erlaube mir, dir ein Geschenk zu überreichen, welches verhindern wird, dass verirrte Feen vor dir Angst haben. Yeah, unsere erste Maske. Beziehungsweise im Grunde genommen die zweite Maske. Die Feenmaske. Verirrte Feen werden angezogen. Wenn die Maske schimmert, ist vermutlich eine Feennähe. Besuche mich jederzeit wieder, wenn die Strapaze der Reise zu schwer auf deinen Schultern lasten. Gerne. Gerne. Aber danke für die Maske. Und die Fee hat uns komplett geheilt, wie es auch im ersten Zelda so war. Im ersten Zelda auf den NES dienten die Feenquellen, glaube ich, wirklich nur zur Heilung. Gut. So, Freunde, jetzt werde ich mich zum Deko verwandeln. Shit! Erinnert sich an das Leid, an die Trauer, an den Schmerz, der als Deko erleiden musste. Und hier können wir tatsächlich rüber, über das Gitter. Und hier ist ein Minispiel. Jeden Tag müssen wir es einmal gewinnen, um eine Belohnung zu kriegen. Und das ist ziemlich schwer, wie ich finde. Das Loch führt zum Deko-Spielplatz. Deswegen werde ich jetzt hier safe staten. Ob ich jetzt Geld offscreen farme oder ein safe state, letzten Endes spielt es keine Rolle. Weil ich finde, das ist sehr, sehr schwer. Deswegen, einen Moment kurz. So. Ich habe jetzt hier einen safe state gesetzt.
Mir spielst du ihn hier einfach. Ich weiß. Für das Kindchen spielen. Ein Spiel kostet 10 Rubine. Also gut, wir nutzen die Dekoblume. Viel Spaß. Ja, wir müssen alle Rubine einsnacken. Schaffst du es innerhalb der aktuellen Bestzeit, alle Rubine einzusammeln, erhältst du einen Sonderpreis. Aber wenn du auch nur ein einziges Mal abstürzt, ist das Spiel vorüber. Der heutige Rekord liegt bei 1,15. Versuch es in noch kürzerer Zeit. Gut, schlüpfe in die Dekoblume. Das Spiel beginnt in diesem Moment, in dem du rausspringst. Ja, wir können uns das jetzt erstmal noch anschauen. Und die Musik, die ist wieder da aus Ocarina of Time. Aus Ocarina of Time. Und die habe ich schon so abgefeiert. Die liebe ich. Sie liebe ich. Ich liebe doch diese Musik. Doch das hier ist nicht so einfach. Das hier ist nämlich ziemlich schwer. Du. Ich gebe mir Mühe und gebe mein Bestes, indem ich jetzt hier versuche, die Rubine einzusammeln. Das ist aber, wie gesagt, ein kleines Problem, denn es ist nicht einfach. Nein, das ist nicht. Wobei, die erste Transformation hier geht noch. Aber an Tag 3, da ist es viel zu schwer. Da werde ich failen. Oh ja. Oh ja. Tag 3, das wird eine problematische Angelegenheit. Ich glaube, ich muss hier nochmal zwischenlanden, denn sonst schaffe ich das nicht. Du. Das ging ja noch gerade mal gut, doch die Zeit wird allmählich knapp. Ich habe dennoch den Mut. Du. Boah, das war auch knapp. Eieiei, scheiße, nur noch 20 Sekunden, dammit. Oh mein Gott, Freunde, schaff wir's. Scheiße, 10 Sekunden noch. God damn. Los geht's. Keine Zeit zu verlieren. Jo! 1:13, nicht beste Zeit, aber gut, es ist vorbei. Hui! Wow, das ist ein neuer Rekord. Nicht viel besser als der alte, aber es ist immerhin 2 Sekunden schneller. Ja, 50 Rubine. Nice. Also, ein lila Rubine ist 50 Rubine wert. Aber es gibt, grüne Rubine sind 1 Rubin wert, blaue Rubine sind 5 Rubine wert, rote Rubine sind 20 wert, lila 50, gelber 200 und silberner 100. So funktioniert das in The Legend of Zelda. Das muss ich mir notieren. Wie war dein Name, Kindchen? Link, ungewöhnlicher Name für ein Deku. Ja, schau morgen nochmal rein, falls du kannst. Jo. Das werden wir uns merken. Am zweiten Tag müssen wir es nochmal machen. Ja, müssen wir nochmal ran. Da müssen wir nochmal ran. Und jetzt haben wir Geld. Ach, apropos. Hier können wir auch noch was kriegen. Ah, wir können so viel machen, ey. Jesus Christ. Wir können richtig viel machen. Hier kann ich Tingle jetzt erstmal runterholen. Der taucht hier in Majora's Mask auch das erste Mal auf. Das erste Mal, dass Tingle dabei war. Hallo, Tingle. Nanu, grüne Kleidung, weiße Fee. Mein Herr, ihr seid vielleicht ein Waldfee? Du liebe Güte. Ich heiße Tingle, mein Herr. Ich denke, ich bin genau wie Sie. Eine Waldfee. Obwohl ich bereits die 35 erreicht habe, ist mir unglücklicherweise noch keine Fee erschienen. Vater sagt, ich soll mit meinem Alter soll ich mich entsprechend verhalten. Aber weshalb? Ich sage es Ihnen, Tingle selbst ist eine wiedergeborene Fee. Geht's dir gut? Oder hast du Drogen genommen? Solange ich hier stehe und auf meine eigene Fee warte, helfe ich meinem Vater, indem ich Karten verkaufe. Glückspilz, Glückspilz, Sie müssen überglücklich sein, eine Fee zu haben. Genau, wir sollen Freunde werden. Ja, als Zeichen meiner Freundschaft gewähre ich Ihnen einen Sonderpreis in meinen Garten. Wollen Sie einen von Dingles Karten kaufen? Jo, gib mal her. Boah, 40 kostet Dämmel im Wald. Blablabla. Nicht schön. Karte von Ungustadt, die gönne ich mir aber. 5 Rubinen nur. Danke, Tingle. Jederzeit bereit. Tingle, cool Olympa! Ja. Läuft bei ihm. Diese magische Worte hat Tingle für sich entsonnen. Stehlen Sie sie nicht. Cool Olympa, gib mir dann doch die Dämmerwaldkarte. Oh, jetzt hebt er schon wieder ab. Ich heb ab. Dann halt nicht. Jetzt haben wir eine Karte, Mann. Jetzt weiß ich wenigstens, wo ich bin. Das ist doch schön. Ja, ich weiß nicht, was wir noch in diesem Part machen. Ich weiß auch nicht, wie lange eine Party jetzt ist, aber... Großes Aber. Ich weiß, wo wir jetzt als nächstes erstmal hingehen. Wir haben den Schwert... Oh, jetzt habe ich das Herz da vergessen. Egal. Läuft ja nicht weg. Die Zeit hingegen, die läuft weg. Deswegen mache ich jetzt erstmal das...
was ich jetzt machen wollte. Also, oh, auf der Map sehe ich, dass da eine Schatztruhe ist. Da ist zu seiner Zeit. Die Schatztruhe rennt auch nicht weg. Ah, jetzt bin ich erstmal hier, okay. Ich wollte eigentlich Lotto spielen. Nee, ich will erst Lotto spielen. Ich muss jetzt den Lottoladen finden, Freunde. Ganz, ganz wichtig. Wo war das Lotteriegeschäft? Hier bei Schatztruhe vielleicht? Nee, das war eine andere Geschichte. Wo war die Lotterie? Ja, ja, Schnauze. Ja, das ist blöd, wenn man sich nicht auskennt, ne? Ja, das ist wirklich blöd, wenn man sich nicht auskennt. Muss ich ein bisschen rumprobieren. Außerdem brauche ich niemals Deko hier rumlaufen. Das muss doch nicht sein. Zwoop. So, hier müsste die Lotterie, glaube ich, sein. Ist dabei Glock vielleicht? Oder ist. Nee, das ist die Schatztruhe. Das ist was anderes. Das will ich noch nicht machen. Ja, ist alles auf Hylianisch. Hilft mir nicht weiter. Milchbar. Nee. Da will ich auch noch nicht rein. Ist das die Schatz? Nee, das ist glaube ich, hier das Hotel. Ist das Liebchen, Liebling und Schätzchen oder ist es das Bogen-Minispiel? Was wir noch nicht machen können, weil wir halt keinen Bogen haben. Ja, es ist Bogen-Minispiel. Wird es jetzt echt vermerkt wie in der 3DS-Version? Hey, was magst du? Also, wenn du glaubst, du bist gut, Sötchen, dann kriegst du das schon hin, ne? Ja, weißt du, das ist nicht mal Bogen, du Loser. Nee, wird nicht vermerkt. In 3DS-Version steht es dann also sofort. Im Questlog, im Tagebuch der Bomber, aber hier nicht. Ja, in das Hotel können wir noch rein, aber ich will jetzt erstmal das machen, was wir eben halt nur am ersten Tag machen können. Ah, wo ist der Scheiß? Wo ist es denn? Da ging es übrigens zur Schatztruhe. Was ist hier drin? Residenz des Bürgermeisters. Auch gut, aber jetzt noch nicht. Da werden wir noch überall reinschauen. Weil ich möchte wirklich jetzt erstmal die Stadt erkunden, bevor wir dann tatsächlich ja, zu anderen Gebieten aufbrechen. Na gut, wenn ich schon hier bin, komm. Dann holen wir die Schatztruhe. Das Lustige ist, wenn man die Zeit zurückspult, ist die Schatztruhe immer wieder da. Ach, das geht hier gar nicht. Oh, in der 3DS-Version ging das. Damn. Ja, dann halt nicht. Na gut, das ist ein bisschen schade. Ah, verdammt, aber wo ist jetzt die Lotterie? Ich muss die finden, verdammt. Wo ist die Lotterie? Ach, Freunde. Das mache ich nur. Ja, da oben in Nord-Unruhestadt ist sie nicht. Ich gucke jetzt nochmal hier genau. Ich glaube nicht, dass sie hier war. Hier ist was anderes Schönes, das wir nochmal haben werden. Ist hier die Lotterie gewesen? Das ist der Laden. Hat. Hylia Schild, falls es gefressen werden sollte. Eine Fee und. Pfeile. Aber nicht wirklich was, was wir gebrauchen könnten. Können wir vielleicht ein anderes Mal nochmal besuchen. Hier ist der Bombenladen. Da werde ich auch noch vorbeischauen. Keine Angst. Hier ist der Magieladen, glaube ich. Ja, ich weiß nicht, wo die Lotterie ist, Freunde. Ich werde jetzt offscreen schauen, wo die ist. Bis gleich. Oder? Moment. Moment. Ah, nee, das ist der Postladen. Und das ist, glaube ich, das Schwert-Dojo, ne? Ja. Da kriegen wir auch was Geiles. Aber was ist hier? Bist du die Lotterie? Ich will doch nur Lotto spielen. Ja, ich habe es doch noch gefunden. Alles klar. Du hast jetzt die Chance, dir für nur 10 Rubine all deine Wünsche zu erfüllen. Wähle 3 Nummern. Wenn sie gezogen werden, gewinnst du 50 Rubine. Nur einer kann gewinnen. Ich nehme teil. Ja. Nummer ist 22.01. Mein Geburtsdatum.
Die Gewinnzahlen werden in Kürze bekannt gegeben. Die Bekanntgabe erfolgt heute noch, heute Abend, zwischen 6 und 11 Uhr. Das Los hat nur heute Gültigkeit. Und es ist tatsächlich so, wir können uns dann die Gewinnzahl aufschreiben, notieren und wieder in Zeit zurückreisen, können wir dann mogeln. Weil wir dann natürlich schon die Lottozahlen kennen. Mega hammermäßig geil, oder? Das wollte ich unbedingt nochmal. Und jetzt gucke ich mal auf die Uhrzeit. Vielleicht machen wir noch den Schwertmeister. Einen Moment kurz. Nee, die Zeit ist wie im Fluge vergangen, weil so viele Cutscenes da waren und wir ja auch schon einiges erreicht haben. Wir haben einmal das Minispiel mit Dekus da gemacht. Und wir haben 3 neue Lieder gelernt. Das Lied der Vogelscheuche und noch die Bar des Groß und das Thema von Zeit und Wind, was man eben halt machen kann, wenn man eben halt die Noten doppelt spielt von Hymne der Zeit. Das habe ich euch noch nicht gezeigt. Ist aber auch noch nicht notwendig, wenn wir irgendwie quasi die Zeit vorspulen wollen, wenn ein Laden zum Beispiel noch nicht geöffnet hat, kann man das dann benutzen. Aktuell hat es für mich noch keine Bedeutung, deswegen lasse ich es. Im nächsten Part gehen wir ins Dojo des Schwertmeisters und schulen unsere Schwertkünste. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr mich unter das Video mit einem Daumen hoch unterstützen. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Sonst sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao und danke fürs Ansehen. Macht's gut, haut rein. We'll be right back.